Regionen, starke Menschen, starke Wirtschaft. Unter diesem Motto hat die Steirische Volkspartei in die Grazer Helmut-List-Halle geladen. Der Anlass? Gemeinsam Impulse für die Zusammenarbeit der starken Regionen Bayern und Steiermark zu setzen. Wir beide sind Forschungsländer, wir beide sind stark in der Wirtschaft. Bayern ganz besonders in der Automobilindustrie, wie in der Zulieferindustrie. Und ich möchte, dass wir die Steiermark, die wir von Tabellenende in die Mitte geführt haben, in den nächsten 5 Jahren an die Spitze geführt wird. Wir arbeiten ja schon in mehreren Bereichen zusammen. Wir haben ähnliche Cluster. Bayern ist stark, natürlich auch im Mobilitätsbereich, in der Produktion von Autos. Da haben wir schon gemeinsam eine tolle Geschichte, aber die wird ab 2017 auch wieder für viele, viele Arbeitsplätze in unserem Land sorgen. Mit mutigen Reformen hat die Volkspartei die Grundlagen für starke Gemeinden, Städte und Regionen in der Steiermark geschaffen. Aber darauf ruht man sich keineswegs aus. Nun gilt es, neue Impulse für deren Zukunft zu setzen. Und das über die Landesgrenzen hinaus. Wenn wir von Deutschland reden, müssen wir wissen, dass Bayern das stärkste wirtschaftliche Bundesland ist und Deutschland ist in Europa an der Spitze. Und es war schön zu sehen, dass Hermann Schützenhöfer ein neues Kapitel aufschlagen will in der Zusammenarbeit zwischen dem Löwen, zwischen dem blauen Löwen und dem grünen Panther. Das ist auch eine klare Ansage für die Wahl. An einer noch stärkeren Zusammenarbeit der Regionen Bayern und Steiermark zu arbeiten, steht natürlich auch ganz oben auf der Liste. Weil das eben der Motor Deutschlands ist, ein ganz großes Land, stärker und größer als Österreich, ist ja Bayern mit 12,5 Millionen Einwohnern. Und weil wir nur profitieren können davon, wenn wir zusammenarbeiten, insbesondere in der Forschung, wo wir beide stark sind, und in der Automobilindustrie. Und das hieße Wohlstand und Arbeit. Und das wollen wir ja. Ich denke, Sie haben uns gezeigt, dass wir auf einem richtigen Weg sind, nämlich wenn es darum geht, dass wir ganz gezielt auch auf Forschung und Entwicklung setzen, dass wir kreative Menschen ans Ruder lassen, dass wir schauen, dass unsere Wirtschaft in die Lage versetzt wird, im Wettbewerb zu bestehen und dadurch Arbeitsplätze zu schaffen. Also das kann man alles von den Bayern sehen, wie die das auf einem ganz hohen Niveau so machen. Wer den Schlüssel für die Zukunft in der Hand haben will, der muss in Bildung, in Forschung und Entwicklung investieren. Und da gibt es schon einen regen Austausch. Der Ministerpräsident hat es angesprochen. Es gibt schon sehr, sehr viele Menschen, die bei uns studieren, aber auch umgekehrt. Und über die Unternehmungen gilt es, noch stärkere Netzwerke zustande zu bringen. Dann werden wir alle Zukunft haben im Herzen Europas. Für die Steirische Volkspartei steht fest, mutig geht es weiter voran. Für noch stärkere Regionen, Menschen und eine noch stärkere Wirtschaft. Applaus